Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Forderung nach einer Ombudsstelle ist mindestens so alt, wie die Fraktion DIE LINKE hier im Hessischen Landtag ist. Seit wir 2008 zum ersten Mal in den Landtag eingezogen sind, fordern wir diese Stelle, übrigens ebenso wie die GRÜNEN. Und wir haben dieses Jahr bereits zweimal gefordert und auch beantragt, dass die Koalitionsvereinbarung hier nun endlich umgesetzt wird. Wir haben zudem auch beschrieben, wie diese Stelle aussehen sollte. Über die grundsätzliche Notwendigkeit sind wir uns also mit den GRÜNEN einig. Deshalb könnten wir jetzt sagen, endlich passiert etwas. Es hat sich gelohnt, alle diese Jahre den Druck gemacht zu haben. Wir fordern, dass Vorwürfe gegen Behörden nicht durch die gleichen Behörden aufgearbeitet werden, sondern so unabhängig wie möglich. Und wenn es z.B. um Korruptionsvorwürfe geht, ob die Vorwürfe nun berechtigt sind oder nicht, es ist für alle Beteiligten immer besser, wenn es eine möglichst außerhalb der formalen Behördenstruktur stehende Institution gibt, die das dann aufarbeitet und so unabhängig und neutral wie möglich. Wenn beispielsweise Bürgerinnen und Bürger oder Polizistinnen und Polizisten Vorwürfe gegen Polizisten erheben, dann muss diesen unabhängig, unbeeinflussbar nachgegangen werden können. Wir kennen diese Debatten seit Jahren und die Forderung beispielsweise von Amnesty International dazu. Eine Stelle, die direkt beim Hessischen Landtag angesiedelt wird, erscheint uns dafür sinnvoll. Doch so einfach, den GRÜNEN jetzt zu danken, ist es leider nicht. Denn wir wissen ja gar nicht, und das ist ja schon gesagt worden, was da nun auf uns zukommt. Normalerweise gibt es für eine solche Einrichtung einen Gesetzentwurf, über den wir hier im Plenum reden. Denn es muss doch von Anfang an klar sein, wie eine Ombudsstelle für die Bürgerinnen und Bürger mit welchen Möglichkeiten bearbeiten kann. Welche Aufgaben hat diese Bürgerinnenbeauftragte und welche Kompetenzen? Das ist ganz wichtig. Wie soll das Zusammenwirken mit Justiz, Parlament und Landesregierung aussehen? Und auch, wird sie vom Landtag gewählt oder von wem auch immer bestimmt? Dazu liegt uns bisher null und nichts vor, außer einer Pressemitteilung von Jürgen Frömmrich über das, was schon im Koalitionsvertrag steht. Das ist aber nichts Neues. Deshalb will ich zuletzt meine einige Anforderungen hinterlegen. Es geht um eine Stelle beim Landtag. Sie soll bewusst dem Regierungshandeln entzogen sein. Deshalb sollten, ja müssen sogar, alle Landtagsfraktionen am Gesetz und damit an der Ausgestaltung beteiligt werden. Erst das schafft Vertrauen. Es geht hier nicht darum, dass Sie sich selbst beweihräuchern, sondern dass Sie mit uns in die Diskussion kommen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN. Es geht um eine Stelle beim Landtag und nicht bei der Landesregierung. Was für uns nicht akzeptabel ist, wäre im Übrigen ein landesweiter Kummerkasten ohne Durchgriffsbefugnisse. Wir brauchen auch keine Art zweiter Petitionsausschuss. Ja, es stimmt. Oftmals kann man Bürgerinnen und Bürgern mit einigen Telefonaten weiterhelfen. Dafür brauchen wir aber diese unabhängige Stelle eben nicht. Das ist ja schon gesagt worden. Hier gibt es das Petitionsrecht, und das ist verfassungsrechtlich verankert. Deshalb, was wir brauchen, ist eine Ombudsstelle für ernste Konflikte und Vorwürfe gegen Behörden oder bei Konflikten und Vorwürfen innerhalb von Behörden. Hierfür muss der Landtag eine selbstbewusste und mit starken Rechten ausgestattete Stelle schaffen. Erst dann sind wir einen Schritt weiter. Derzeit sind wir das leider noch nicht.